Das 50mm 1.8 von Canon kostet nur 120 Euro, war die allererste Linse, die ich mir überhaupt jemals gekauft habe und ist bis heute in meinem absoluten Standard-Setup. Also, ich habe das Ding wirklich auf fast jedem Shoot mit dabei. Aber warum ist das so? Warum ist das sogenannte Nifty 50 gleichzeitig so unglaublich gut und trotzdem so unglaublich günstig? 50mm Objektive sind die Objektive, die mit am einfachsten zu produzieren sind. Das liegt vor allem daran, dass 50mm exakt die sogenannte Normalbrennweite ist. Das bedeutet, auf 50mm haben wir fast keine perspektivische Verzerrung. Oder anders gesagt, das ist sozusagen wie Fensterglas, also das Licht, was auf der einen Seite reinkommt, kommt auf der anderen Seite ganz genauso auch wieder raus. Die Normalbrennweite liegt also genau in der Mitte zwischen dem Weitwinkelbereich, wo das Licht in die eine Richtung gebrochen werden muss, und dem Telebereich, wo das Licht in die andere Richtung gebrochen werden muss. Naja, und das ist vereinfacht formuliert, ich gebe es zu, aber dass es verhältnismäßig günstig ist, ein bisschen Fensterglas in so ein Plastikgehäuse zu bauen, das erklärt sich von selber, oder? Fun Fact, diese Regel gilt in den meisten Fällen auch andersrum. Also, je weiter die Brennweite eines Objektives von den 50mm weit weg ist, desto teurer ist in den meisten Fällen auch das Objektiv. Ein weiterer Grund, warum diese Linse so günstig ist, ist, dass es eine Festbrennweite ist. Das bedeutet, man kann mit diesem Objektiv nicht zoomen, sondern ist halt exakt auf die 50mm festgenagelt. Naja, und auch hier erklärt sich irgendwie relativ logisch, warum das einfach und günstig zu produzieren ist. Denn wenn du keine beweglichen Teile in deinem Objektiv verbauen musst, sondern ein fixes, statisches Ding baust, dann ist das natürlich einfacher zu bauen. Okay, na gut, das Ding ist günstig. Aber warum ist es trotzdem so unglaublich gut? Naja, wir haben ja schon etabliert, dass 50mm die sogenannte Normalbrennweite ist. Und ein Objektiv mit Normalbrennweite ist eben nicht nur günstig zu bauen, sondern die Bilder sehen auch sehr natürlich aus. Denn es kommt dem, was wir mit unserem menschlichen Auge sehen, sehr, sehr nahe. Ein Weitwinkelfoto wird immer in die eine Richtung verzerrt sein, während ein Telefoto immer in die andere Richtung verzerrt ist. Und diese Verzerrung kann man natürlich ganz gezielt als Stilmittel einsetzen. Normalbrennweite sieht aber eben einfach natürlich aus. Und weil das Ding so einfach zu bauen ist, hat Canon ihm noch eine weitere Besonderheit verpasst, für die man sonst sehr, sehr viel Geld bezahlt. Denn mit einer Blende von 1.8 ist dieses Objektiv hier relativ offenblendig. Das bedeutet, wenn ihr dieses geile, unscharfe, smoothe Bokeh im Hintergrund erzeugen wollt, dann braucht ihr genau so eine offenblendige Linse dafür. Lichtstark bedeutet aber natürlich auch, dass dadurch, dass wir die Blende so weit aufmachen können, auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch relativ viel Licht durch diese Blende durchfällt und wir auch bei schlechten Lichtverhältnissen relativ gute Bilder bekommen. Das ist also zum Beispiel für die Hochzeit in der düsteren Kirche echt Gold wert. Und trotzdem bleiben die Bilder mit diesem Objektiv absolut knackenscharf. Ansonsten hat man mit offenblendigen Objektiven ja manchmal das Problem, dass auf der offensten Blende die Bilder so ein kleines bisschen weich gewaschen werden. Looking at this motherfucker hier zum Beispiel. Wobei, nix gegen mein 85-1.2. Ich lieb das Ding. Und noch ein weiterer Vorteil daran, dass hier sozusagen nur Fensterglas drin verbaut ist. Die Linse ist sehr schön klein und handlich und kann man wirklich einfach immer mit in den Rucksack werfen und mitnehmen. Für irgendwas wird man sie schon gebrauchen können. Wenn du also den nächsten Schritt in deiner Fotografie gehen willst, das Ding hier kann sich wirklich fast jeder leisten. Aber wenn dir auch das zu teuer ist, überhaupt gar kein Problem. Du kannst auch geile Fotos machen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Denn auch mit deinem Smartphone, was du jeden Tag mit dir rumträgst, kannst du echt geile Fotos machen. Ein paar Tipps dafür, wie das geht und wie du auch mit dem Smartphone wirklich deutlich geilere Fotos machen kannst, findest du in dem Video hier.